Ein neuer Tag, ein neuer Gönnergy. Habe ich nicht recht, Freddy? Der antwortet mir nie. Frech. Heute ist dran Wheat Lemon. Ja, also das Grüne. Und gucken wir mal. Boah, es riecht halt einfach nach Zitrone. So leicht. Riechen tut es jetzt nicht schlecht. Also vielleicht kann ja auch der Geschmackstest überzeugen. Ja, schmeckt halt nach süßer Zitrone, also Sweet Lemon. Kann man auf jeden Fall trinken, also. Die neuen Sorten sind irgendwie ein übelstes Upgrade im Vergleich zu den anderen, finde ich. Aber wir müssen ja dann nochmal gucken, was hier White Peach zu sagen hat. Aber das machen wir dann im nächsten Video. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen und einen Like auf dem Video. Unterstützt den Kanal sehr. Und ja, jetzt geht das Video los. I'm on Observation Duty hat ja vor kurzem seinen 6. Teil released oder schon vor längerer Zeit. Und ich dachte mir so, es wird, denke ich mal, Zeit, dass ich auch diese Reihe an finde, Dinge, die sich verändern und reporte sie, Games ausprobiere. Und wir beginnen natürlich mit dem ersten Teil und arbeiten uns dann Stück für Stück durch. Und ja, wir gucken mal, was wird. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen und ein Like. Unterstützt den Kanal sehr. Und wir gucken mal. Wir können verschiedene Level auswählen. Das alte Haus und das neue Haus. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem alten Haus. Okay, und das ist jetzt quasi das alte Haus. Und hier können sich Sachen verändern. Zum Beispiel, warum auch immer da ein Laptop auf dem Boden liegt. Achtung an alle Mitarbeiter. Verschiedene Anomalien wurden vor kurzem detected. Ihr müsst richtig genau hinschauen auf die Überwachungskamera-Aufnahmen und einen Anomalien-Report ausfüllen, so schnell wie möglich, wenn man sie bemerkt. Okay, gut. Was ist das für ein Bild? Was so ein Treppenhaus oder was das ist? Okay, das sind nur gar nicht mal so viele Räume. Ich weiß nicht, wie schwer das Spiel ist. Wir probieren auf jeden Fall bisschen was aus. Ich glaube, hier hinten kann auch was spawnen. In dem offenen Bereich. Ich glaube, wir können ja auch quasi ein bisschen, wie soll ich das sagen, guessen. Also wir können einfach auf gut Glück versuchen, irgendwas auszufüllen. Warum sind da hinten Möbel? Seht ihr das? Das ist weird. Und dass wir vielleicht auf gut Glück was richtig reporten, obwohl wir es gar nicht mitbekommen haben. So. Wir gucken mal. Bis jetzt hat sich, denke ich, noch nichts verändert. Aber das kann sich ja auch alles ändern. Ist das Bild anders oder war das schon immer so? Anomaly, Camera, Kitchen, also hier Küche. Was haben wir denn eigentlich alles? Painting Anomaly. Send. Wenn das so war, dann ist es mir vorher nicht aufgefallen. Wir gucken mal. Keine Anomalie wurde gefunden. Also war das Bild tatsächlich da hinten schon so weird, wenn man das so sagen kann. Machen wir hier ein Feuerlöscher steht. Es wirkt ja auch so, als wären die gerade erst eingezogen. Vor kurzem quasi. Und dieses Bild ist auch nicht gerade sehr einladend, aber hey, was weiß ich schon. Das sah doch vorher nicht so aus, oder? Das ist Living Room. Camera Malfunction Door Object Intruder Object Movement, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Das war doch nicht so angeordnet, oder? Nein, wirklich? Das stand schon immer so. Ich fange schon an, paranoid zu werden und das Game hat noch nicht mal angefangen. War das Bild da schon so? Living Room. Hey, Junge. Hinting Anomaly. Da hat sich jetzt aber was verändert, oder? Das stand jetzt aber noch nicht da, oder? Komm, mach. Mach. Komm. Keine Anomalie gefunden. Wo ist das? Küche.
Object Movement wird wahrscheinlich auch nicht sein, oder? Bin wieder total paranoid. Ja, ich weiß auch nicht, wie man diese Games am besten spielt. Ich habe es bislang nur bei anderen gesehen, aber noch nie selber quasi ausgetestet. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das quasi einfach oder schwer ist. Auf den ersten Blick wirkt es ziemlich schwer, weil es kann sich auch nur minimale Sachen quasi ändern. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Das ist ein bisschen sus, ich würde mal sagen. Living Room, oder? Ist das hier Living Room? Oder hier Küche. Küche, keine Ahnung. Extra Object, vielleicht. Vielleicht was da. Ja, guck, ich krieg schon die Meldung, dass mehrere Anomalien gefunden wurden. Ja, aber ich finde keine Anomalien. Vielleicht hier im Bedroom, keine Ahnung, das Bild da hinten, weiß ich nicht. Oder hier das Bild, ich weiß es tatsächlich nicht. Was ist das Living Room? Nochmal Living Room Painting Anomaly. Ich meine, es ist ja auch mein erstes Mal mit so einem Game dieser Art. Vielleicht hier im Bedroom irgendwas extra Object. Oh, ich hab verloren, oder? Too many anomalies aktiv. Ja, Mission failed, ich hab verloren. Ah, ja, genau, super. It's over. Du hast 0 von 4 Anomalien gefixt. Ich hab nichts gefunden. Oder bin ich wirklich so blind? Versuchen wir's nochmal. Ich hab nichts gefunden. Ehrlich jetzt. Ja, das Bild war doch anders. Ich hab doch hier Painting Anomaly. Hä? Das war doch nicht das Bild, oder? Bin ich blind? Das Bild hier hinten war doch anders, oder? Bin ich jetzt wieder komplett falsch. Also nicht, ob sich hier an den Wänden was ändern kann. Wenn ja, dann habe ich es bestimmt nicht gesehen. Bestimmt schon was aktiv und ich habe es nicht mitbekommen. Nice. Das sind ja halt diese kleinen Sachen. Und die fallen halt nicht auf. Oder zumindest nicht so einfach. Werden gerne mal übersehen. Ich hier was auf dem Tisch im Bedroom. Extra Object. Kann natürlich alles sein. Ich gehe mal davon aus, dass hier nichts ist. Ja. Ich habe immer noch nichts gefunden. Ich weiß halt nicht, wo was sein kann. Vielleicht hier. Balcony. Keine Ahnung. Extra Object vielleicht. Tatsache! LOL! Aber was? Ich, egal was es war, ich hab's nicht gesehen. Das war nur. Ich hab's nur geraten. War das Bild da schon da? Ich weiß es nicht. Okay, ich hab's bis schon mal weiter geschafft als in der vorherigen Runde. Das ist schon mal sehr gut gelaufen. Da, Toilet. Was ist das? Abyss Presence, Camera Malfunction, Door Opening, Ghost, Intruder, Light. Ist das eine Schattenanomalie? Ja, so offensichtliche Dinge, die könnt ihr mal geben. Okay, ja, es war ein Schatten. Sowas könnt ihr mir geben. Mit sowas kann ich arbeiten. Nicht so, wo ein Staubkorn gespawnt ist und das muss ich dann erkennen. Guck, es ist weg, sag ich doch. Ich weiß noch nicht, ob mehrere Sachen in einem Raum sein können, aber ich gehe mal davon aus, dass dem so ist. Hier ist halt immer sehr gefährlich. Vielleicht. Movement. Mal reporten. Kann ja alles sein. War die Tür da schon immer offen? Das Bild ist anders. Painting Anomaly. War die Tür da schon immer auf? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall ist das Bild anders. Mach's weg. Danke. Und hier, Door Opening, oder wie das heißt. Ja, hier Door Opening. Okay, es ist, die war schon immer offen. Da ist was auf dem Boden. Balcony. Was, das ist wieder Schatten, oder? Shadow Anomaly. Da hinten bei den Kisten ist jemand. Kann ich das wegmachen? Ich will den nicht sehen. Ja, warte, wo ist das? Living Room. Was ist das? Was gibt's hier?
Intruder bestimmt, oder? Eindringling. Da hinten. Sind er da? Da ist jetzt nicht meine Kamera im Weg. Da, guck da. Wie kein Intruder gefunden? Was ist das dann? Ghost? Da ist doch wer, das sehe ich doch von hier. Oder seht ihr das nicht? Ach, das ist nicht in der. Das ist in der Küche. Nein. Shit. Mach, komm, los. Die Tür ist auch offen. Ja, sorry. Küche, Küche, Geist. Ja, ich. Mach. Kein, mach den weg, bitte. Dann halt Intruder. Das hat mich erschrocken. Komm, los. Mach weg. Mach weg. Mach ihn weg. Los. Oh Gott, Alter, das war eine Geburt. Und Living Room. Living Room Door Opening. Alter, war das. Holy moly. Da hat jemand was an die Tür geschrieben. In my dream you had no face. In meinem Traum hattest du kein Gesicht. Super. Was ist das? Camera malfunction door, then ghost intruder, light anomaly, effect, painting anomaly. Ist das aber? Bilder sehen noch gleich aus. Okay. Der wurde removed. Okay, es war aber. Hier sieht alles noch normal aus, soweit. Ist ja alle so komische Bilder immer in ihrem Haus aufhängen. Hallo. Toilet, Painting Anomaly. Okay. Irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Was? Wo denn? Ja, Too Many Anomalies ist schön, aber wo? Was? Was ist denn? Was? Was war denn? Was habe ich denn übersehen? 9 von 13 Anomalien gefixt. Okay, dann probieren wir mal das neue Haus aus, weil wir hatten ja jetzt das alte Haus und das neue Haus ist, denke ich mal, im Vergleich zum alten Haus ziemlich neu. Aber es hat auch so komische Bilder. Wer würde sich solche Dinge, ja, wer würde sich solche Dinge aufhängen? Und überall liegen Gitarren auf dem Boden. Warum? Ja, das ist schon ein bisschen. Wie viele Räume gibt's? Ungefähr wieder so viele wie. Du kannst mir nicht sagen, dass das Bild da normal ist. Mit diesen Augen da, oder? Du willst mir sagen, dass der so ein Bild in seinem. Ach, lass gut sein. Hier kann halt viel quasi sich verändern. Kitchen. Keine Ahnung. Explore Object. Einfach mal versuchen. Ich gehe mal davon aus, dass sich hier nichts verändert hat bislang. Also wenn ich weiß, dass dieses gruselige Bild hier nicht mehr da ist, dann ist definitiv irgendwas anders. Okay, kein Extra Object gefunden. Bis jetzt sieht alles noch normal aus. Aber das habe ich ja vorher auch gesagt und da habe ich schon, keine Ahnung, bevor 1 Uhr war, verkackt. Oder kurz nach 1 Uhr, glaube ich. Oder Punkt 1 Uhr. Ist auch egal. Ich kann halt sehr viel sich quasi bewegen. Deswegen probieren wir einfach mal Living Room Object Movement vielleicht. Also wer auch immer in so einem Haus wohnt mit solchen Bildern, der, ne, der braucht sich auch nicht wundern, wenn irgendwelche Anomalien in seinem Haus auftauchen. Kein extra Object gefunden. War das Bild schon immer so? Living Room Painting Anomaly. Oder werde ich wieder viel zu paranoid durch dieses Game? Wahrscheinlich war das Bild schon so und ich bin wieder viel zu paranoid durch dieses Game. Danke. Es ist schon 30 Minuten quasi seit Beginn und ich habe noch nichts gefunden. Warum hat man da eine Pflanze in der Badewanne steht? Aber ich hinterfrage es nicht mehr. Ich habe es einfach gelernt zu akzeptieren, dass diese Games manchmal so komisch sind. Ja, wo denn? Hier vielleicht Camera, Bedroom, Object, Movement. Vielleicht hier sowas. Tatsächlich. Okay, und hier ist eine Schattenanomalie im Korridor. Machen wir die mal weg. Hier ist irgendwas, war irgendwas, was ich nicht gesehen habe.
beziehungsweise übersehen habe in dem Fall. Also ich bin noch im Rennen. Haha. Nice. Nice, nice, nice. Alter. Die ist so laut immer, wenn die Stunde rumgeht. Dieser Sound. Extra Object. Waren das schon immer? 7 Teller auf dem Tisch? Ich weiß es nicht. Ihr werdet mich wahrscheinlich gerade anschreien, dass ich so dumm bin und das übersehe oder so. Aber wir gucken einfach mal, ne? Haben ja noch ein paar Teile vor uns. Okay, das war schon immer so. Die wir quasi gamen können. Waren da schon immer so viele Bücher auf dem Schrank? Kamera, Bedroom, Extra Object. Okay, das, was ich eigentlich reporten wollte, war es nicht, aber irgendwas war hier anders. Irgendwas war hier extra objektig. Ich meine, solange es nicht so offensichtlich ist, kann ich ja versuchen, auf gut Glück irgendwas zu reporten. Vielleicht klappt es ja, vielleicht auch nicht. Bedroom, Bedroom, Bedroom. Was ist das? Intruder? Bedroom, Intruder? Hä? Ich hab doch. Ich wollte doch gerade reporten, meine Fresse. 3 von 7. Ja, ich hab ihn gerade gesehen, aber da hatte ich halt schon einen Report am Laufen. Das ging halt nicht gut, ne? Versuchen wir es nochmal. Dieses Bild, Alter. Ich weiß ja nicht, ab wann quasi die was spawnt, aber wahrscheinlich wird schon was direkt am Anfang spawnen. Damit quasi schon was da ist, was man reporten kann, oder? Wahrscheinlich bin ich wieder übertrieben blind. Und übersehe alles, vielleicht Object Movement, das kann ja auch sein. Bart ist, was ist das? Camera Malfunction? Ist das das? Komm, mach! Los! Komm! Los! Bart Camera Malfunction. Dieses Flackern da unten, seht ihr das da? Alter, dieser Sound, Junge. Keine Kamera mal Malfunction. Ist es dann ein Ghost oder wie? Was? Was war denn das? Ich check's nicht. Ich check's halt legit nicht. Was war denn das da? Keine Kamera mal Malfunction? Kein Geist? War das ein Intruder oder wie? Was war denn das? 0 von 4 Anomalien gefixt. Holy moly, Alter. Ja, Leute, das war einmal ein Observation Duty 1. Wir probieren bald auch die weiteren Teile, also 2 bis 6. Vielleicht bin ich da ein wenig erfolgreicher. Wenn euch mein Content gefällt, dann checkt gerne die Videos in der Endcard ab. Ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.